Arkham Origins Folge 24. Wir könnten dieses Rätsel natürlich mit Leichtigkeit lösen, aber das ist ein Crime in Progress, deswegen laufe ich jetzt weg. Das ja. ist keine Schutzbehauptung. Es gibt einen dringenden Termin direkt unter uns. Wir sind schon vorbei. So ist er halt, der Batman. Wolf, hau sie. Ja, die mit dem Schild wollen immer dazwischen funken. Mag ich auch nicht. Let's play. Lol. Sieht aus wie so eine kaputte Autotür. Das ist wahrscheinlich auch eine. Oh, Alter. War das jetzt so ein Combo-Takedown oder was? Ja. Cool. Dann kann man die mit dem Schild ja auch gleich loswerden, das ist ja ganz praktisch. Ich will aber jetzt echt endlich mal diese blöde Waffen-Kaputt-Mach-Kombo. Das gab's doch in Arkham City schon viel früher. Mano. Boah. Auf die Ohren. Dann sammeln sie immer wieder ihre blöden Autotüren auf. Au! Das geht ja bei denen wieder nicht. Naja, sind gleich zwei von den Kollegen auch noch. So, jetzt aber. Meine Herren. Aber lang genug gedauert. Was wollten wir eigentlich vor 3000 Folgen machen? Wir müssen dieser Spur folgen von dem zweiten, von dem ersten Shiva-Test. Da gab es ja so eine. War die? Genau. Das könnte jetzt etwas in Vergessenheit geraten sein. Oh, da ist was. Ja, wo ist die wohl? Das müssen wir echt mal ausfinden. Guck, die wird sogar angezeigt, wie nett. Ist das? Da fing es an. Oben links, da geht's weiter. Das war das Letzte, was wir wussten, ja. Guck, gar nicht so weit entfernt. Ist ja nett, dass sie es nochmal auf der Karte schön markiert haben. Na, da war es direkt unter dir. Ja, hier muss es irgendwo unten sein. So. Zu ihm hier. Skelett. Oh, I'm too late. Wie sie halt immer begrüßen. Statt so eine nette Händeschüttel und Umarmung. Why did you kill him? Because you wouldn't. He was corrupt, a murderer. But there's no justice in this. What do you know of justice? Behind bars or beyond them, these people never change. As long as they live, Gotham is stained. This isn't the way. And here I thought you might understand. Still, the test must continue. Meet me at Sheldon Park. Sheldon Park, wo ist der? Natürlich. Anderen Ende der Stadt. Und wir haben unser Monatsticket nicht dabei. Fahr mal halt vorbei. Batman fährt doch immer schwarz. Oh, da war die Hölle. Völlig, ich dachte, das wäre hier schon die Hölle. Ja, das schon. Ob ich es wohl schaffe, ohne mich davon ablenken zu lassen, unterwegs Leute zu verkloppen? Leute verkloppen, es geht ja wohl immer. Das war auch gerade geil, der Vortrag so.
Ja, sie sind korrupt. Das geht doch nicht, du kannst doch nicht Leute kaputt machen, nur weil sie korrupt sind. Ja, nicht umbringen. Ach so. Darum geht's. Ja, dann. Looks like the signal is coming from somewhere in the Diamond District. Ja, Ruhe, ja, wir haben keine andere Sorgen. Ein Date mit Lady Shiva. Shiva ist übrigens auch ein cooler Gott aus der indischen Mythologie. Finde ich auch sehr interessant. Den Ganesha finde ich eigentlich am coolsten mit aus dem Elefantenkopf. Mit dem Elefantenkopf, ja. Der Vater hat ihm den Kopf abgerissen und nachher tat es ihm leid. Hat er dann aber gerade noch einen Elefantenkopf zur Hand, den er dann wieder raufgesetzt hat. There, I fixed it. Ja. Nailed it. Genauso gut wie vorher, wie auf dem Familienalbumbild. Martin und ich sind große Fans von Pinterest Fails, wenn ja. ihr das kennt. Wo Leute versuchen, ein tolles handwerkliches Zeug nachzubasteln. Ich habe überlegt, ob wir mal ein kurzes YouTube-Video dazu machen. Wir machen so mit den guten, besten Sachen. Ja, ich war ganz witzig. Ja. Schon sehr unterhaltsam. So, aber erstmal hier Shiva. Wo ist die Frau? Die tritt uns doch gleich wieder von der Seite ins Gesicht. Zock. Bei denen sowas wie Haare ziehen, oder? So zeigen sie ihre Zuneigung. Why did you come? Don't you have a city to save? Killed a man. Yes, a lesson that seems lost on you. And many more will die if you do not learn it. Then you'll stand trial for all of them. I admire your passion, though your cause is flawed. Now, let us fight. Oh, hier will ich gegen cool. Ja, cool. Was ist denn das für eine Art des Ausweichens? Ist das das gleiche, was diese anderen Ninjas auch schon gemacht haben? Gleich ihre Freundin mitgebracht, bisschen unfair. Ach, das geht natürlich bei ihr nicht. Ja, ah. Ganz coole Moves drauf, dieser Sprungangriff. Au. Ah. Was denn? Das war so komisch. Erstmal ihre Freundin loswerden, dann schauen wir weiter. Ich weiß nicht so recht, was ich da machen soll. Musst du vielleicht zwei- oder dreimal ausweichen drücken bei ihr? Ich mash eigentlich den Button schon wie ein Blöder. Die steht auch cool wieder auf. Ich könnte fast meinen, die kann das mit dem Kämpfen. So, Mädel, jetzt bist du alleine. Earn your place or die. Selber. Autsch. Well fought. Now let's see how you handle this. Das hat sie ein paar Typen noch mitgebracht. Das ist ja ganz schön sexistisch. Wieso? Dass die Männer dann die besser sind. Vielleicht hat sie danach nochmal Mädels. Ein Combo-Takedown ist. Ja, geht irgendwie nicht. Tja, die sind zu geil dafür. Aber der geht halt echt mit jedem. Der ist aber auch super. Nein, nicht mit jedem. Der braucht auf jeden Fall so einen doppelten, also schon gesehen, so einen doppelten Ausweich-Move. Ja. Irgendwie, das hat bei ihr vorher nicht funktioniert. Okay. Jetzt sehe ich halt auch mal wieder nicht, was hier abgeht. Ja, schön. Lass sie doch mal ausreden, Michi. Geht's darum, ihr das Schwert abzunehmen?
kann ich einsetzen. Hä? Ja, du hast sie schon, ja, nicht. Geht einfach nur darum, sie zu verhauen, oder? Das ist meistens so. Ja, einmal noch. Sind bestimmt bereit. The test is ended, and with it your life. Enough! Skilled, honorable, devoted. I see now why the Master has chosen you. It seems we have both learned something today. I don't care about you or your Master. I'm bringing you in. No, you're not. But you have earned a reprieve. I hope in time you come to realize how wrong you are about Gotham. It is not meant to be saved. It cannot be saved. Only cleansed. And from the ashes, reborn. Alfred, I'm sending you two sets of coordinates. One is for a body, the other's for a survivor. Make sure they get to GCPD. Of course, Sam. Shall we consider the case closed, then? For now. I doubt tonight's the last I'll see of Shiva. Ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein in dem Spiel mit der, oder? Defeated. Mhm. Oh. Habe mir ein bisschen mehr erhofft, gebe ich zu. Sieht gerade nicht, wie Michi die Poster wütend von der Wand reißt. Immer nicht freigeschaltet. Hier dürfen wir noch nicht. Was gibt's denn hier Feines? Ach, da waren wir ja vorhin schon. Mhm. Da rechts, was ist das mit dem der Remote irgendwas? Heavy Real Ammo. Aha. Proof Reader can pull patch heavier loads. Kannst du Leute einfach irgendwo ransippen von beiden? Gekauft. Ja. Wurscht. Ja, ich fand's auch ein bisschen out of character, dass sie jetzt da so die League of Assassins zitiert. Ja? Mit diesem It has to be cleansed. Weil sie eigentlich ja gar nicht so ideologisch dahinter steht, meinst du? Boah, also hätte ich jetzt anders erwartet, aber. Zieh mir auch nicht den Schuh an, jede Geschichte mit Lady Shiva gelesen zu haben. Also. Ist mehr selber geschrieben, oder? Fanfiction. Michi und Lady Shiva, Folge 10. du kannst immer noch hervorragend kämpfen. Ja, das ist ein Meisterwerk. So, was machen wir jetzt? Ja, wir könnten jetzt entweder den hier den der Electromagnetic Signature, ja, der folgen zumindest, um zum Joker-Treffen zu kommen. Könnten wir ja machen. Irgendwann will ich auf jeden Fall zurück in die Betthöhle ein paar von den Herausforderungen machen. Oh, das war hier unten, oder? Du kriegst doch angezeigt, wenn du jetzt außerhalb der Map bist, wenn du ganz normal im Spiel bist, geh mal raus. Dann kriegst du hier was angezeigt, wie weit das weg ist und so. Ach, stimmt, das war ja das. Und dann musst du irgendwie jetzt das anhand der. Wir waren aber doch, wir müssen noch in einen anderen Stadtteil zurück, oder? Also wir mussten ja, südlich der Brücke. Ja, genau hinter dir, genau, klar. Ja, sind wir eh zu weit weg auf Max Range, deswegen zeige ich eine Verbesserung an, aber ja. Wenn wir dann in der Nähe sind. Ja, guck jetzt schon. Der. Guck, alles super. So bestimmt wieder genauso ein harter Kampf wie im ersten. Ich finde das Stück hier zäh. Aber die Brücke? Die Brücke. Ja, die könnte ein bisschen geiler sein. Weil man immer. Du machst immer das Gleiche, du kannst seitlich nicht hingrappeln. Mhm. Wie das Rätsel hier gelöst haben, die meisten. Mhm. Und vor allem auf Anhieb. First try. Ich habe keine Zeit. Das wichtige Geräte. Wie lange der für 500 Meter braucht, da laufe ich ja schneller. Wie kaputt das Cape schon wieder ist. Tal hinüber. Müssen wir Alfred mal zum Nähen bringen. Schon so wie die Mama, die sich immer dann total. Das wäre echt voll geil, wenn Alfred die Sachen immer mit so Aufnähern repariert, wie früher auf den Spielhosen von den Kindern. So. Die falschen. Genau gesagt.
Ich will einen Ferrari drauf haben, das ist mir Bussi-Bär drauf gemacht. Wie schaut das aus? Ja, Justice League wieder mal voll ausgelacht. 200 Meter sind auch. Sag mal, Harold gibt's hier gar nicht, oder? Wen? Der. Royal Hotel. Harold ist der. Also eigentlich auch einer von Batmans Untergebenen. Warum willst du denn da nicht rüber? Nein, ne. Weil er will, dass ich da reingehe irgendwo. Ist das die Eingangstür hier? Also Harold ist so der Tüftler, der eben so Gerätschaften baut und eben den Fuhrpark und so in Schuss hält. Ist aber eigentlich nach, ich glaube, No Man's Land gegangen. Wenn du gerade schon hier bist, kannst du auch eben das Crime verhindern. Das Crime. Das Verbrechen. Was ist denn das? Hi! Oh, wer da? Hat es doch gerade schon geknackt. Wegen Waffe und so. Nein. Ah, da hinten tut einer rum. Genau der. Scheiße. Da wird schon wieder gelockt und gelandet. Ja, da links aber auch noch einer, glaube ich. Dieses dumme Auto. Ja. Hat ja kaum Platz. Da will ich wieder nächste rumschießen. Er macht manchmal ganz komische Animationen. Da hinten, Achtung, der. Der krabbelt zu dir gehen oder gehst du zu Fuß hin? Genau. Und der nächste auch wieder. Nein. Zum Glück machen sie noch ein bisschen Lärm. Da vor der Treppe, der schießt gleich. Not on my watch. Früher habe ich immer gedacht, was soll das, was hat das mit der Uhr zu tun? Ich habe mir in einem anderen Let's Play mal drüber unterhalten, dass ich lange Zeit es auch nicht wusste und ich auch mir bis heute noch nicht sicher bin. Das heißt ja not on my watch. My watch heißt ja auch so mein, weiß ich, meine Wache oder meine Aufsicht oder so. Ja, aber ich finde aber, dass das andere auch durchaus Sinn ergibt. Nicht laut meiner Uhr. Ja, schon, ne? Aber ich habe das. Also, ich ist nicht so, dass ich das irgendwann mal wirklich nachgeguckt hätte oder so, aber. Ich habe früher erst gedacht, was hat das mit der Uhr zu tun? Und dann bin ich davon ausgegangen, dass es dann eher mit der Watch zu tun hat. Au. Hä? Wieso hab ich denn jetzt die Kombo verloren? So, die Uhr sagt auch schon wieder vorbei. Schon wieder? Genug. Vergeht wie im Flug. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.